Die Diagnose Diabetes trifft viele aus heiterem Himmel. Immer mehr Kinder und Jugendliche, aber auch ältere Menschen sind heute mit der sogenannten Zuckerkrankheit konfrontiert. In den Tirol-Kliniken erhalten Patientinnen und Patienten ein breites Behandlungsangebot, aber auch darüber hinaus gibt es viele Schulungsmöglichkeiten. Diabetesberatung in Tirol ist uns Berufsgruppen, ob Diabetesärzte, Diabetesberaterinnen und Diätologinnen absolut wichtig, dass Diabetesberatung und Schulung jeder betroffene Typ 1 Diabetiker und betroffene Typ 2 Diabetiker in Anspruch nehmen kann. Da gibt es verschiedene Versorgungsmodelle, sei es in den einzelnen Krankenhäusern sowie im niedergelassenen Bereich gibt es einzelne Ärzte, die Diabetesberatungen anbieten. Im INN 43 in der Diabetesversorgung Selbsthilfe werden Beratungen angeboten, sowie die Diabetesschulung beim AVOMED und auch bei uns in Tirol-Kliniken Typ 1 Diabetesschulungen in der Stoffwechselambulanz. Nach diesen Schulungs- und Beratungseinheiten wird jedem Diabetiker, ob Typ 1 oder Typ 2, ein Blutzuckermessgerät zur Verfügung gestellt und er bekommt über die jeweilige Krankenkasse dann seine Streifen zugeschickt. In den Beratungsgesprächen erhalten Patientinnen und Patienten Informationen zu ihrer Erkrankung, aber auch wertvolle Tipps und Anleitungen rund um das Blutzuckermessen oder die Insulingabe. Besonders hilfreich sind die Schulungsunterlagen zum Mitnehmen. Die Häufigkeit vom Diabetes mellitus, allen voran vom Typ 2 Diabetes mellitus, nimmt weiterhin drastisch zu. Wir gehen davon aus, dass in Österreich bis zu 800.000 Erwachsene davon betroffen sind. Durch gesunden Lebensstil, das heißt eine gesunde Ernährung, darunter verstehen wir vor allem eine mediterrane Kost, Nikotinkarenz und entsprechende Bewegung, können wir unser individuelles Risiko doch deutlich senken. Was die Therapie des Typ 2 Diabetes mellitus betrifft, hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Es sind moderne Medikamente dazugekommen, was die Lebensqualität und auch die Folgekomplikationen deutlich verbessert hat. Davon ganz abgesehen ist aber der wichtigste Baustein jeglicher Diabetestherapie ein vernünftiger, gesunder Lebensstil, also wirklich viel Bewegung, ein aktiver Lebensstil, und den kann jeder Patient, jede Patientin selbst beitragen. Regelmäßige körperliche Aktivität ist eine wichtige Säule der Diabetestherapie. In der Beratung werden einfache Übungen gezeigt, denn Bewegung senkt nicht nur akut den Blutzuckerspiegel, sie verbessert auch die Insulinempfindlichkeit der Zellen. Auch die richtige Ernährung ist für Diabetikerinnen und Diabetiker ausschlaggebend. In den Tirol-Kliniken erhalten Sie Tipps und Unterlagen, um durch bewusstes und ausgewogenes Essen die Blutzuckereinstellung zu verbessern. Bei den Spätkomplikationen kennen wir die Spätkomplikationen an den großen Gefäßen. Das ist Herzinfarkt, Schlaganfall und Durchblutungsstörung an den Beinen. Oder an den kleinen Gefäßen, das wirkt sich aus am Auge, Niere und am Nervensystem. Hohe Blutzuckerwerte über einen längeren Zeitraum hinweg sollten nicht vernachlässigt werden. Sie führen zu Veränderungen an den Gefäßen und Nerven. Zwar beginnen diese langsam und schmerzlos, können aber verheerende Folgen für die Füße haben. Patientinnen und Patienten sollten ihre Füße gut pflegen und besonders auf kleine Verletzungen an den Füßen achten, denn sie können zu großen Wunden mit Komplikationen führen. Liegen keine Anzeichen wie Taubheitsgefühle, Schmerzen oder eine schlechte Wundheilung vor, reicht eine jährliche Kontrolle an der Gefäßambulanz der Klinik Innsbruck aus. Dort wird durch eine Messung an Armen und Beinen untersucht, ob Durchblutungsstörungen vorliegen. Zusätzlich zur ambulanten Betreuung werden Patientinnen und Patienten auch stationär behandelt. Also im stationären Bereich betreuen wir Patienten, die im stationär aufgenommen sind mit verschiedenen Diabetesformen. Das kann sein, dass sie als Erstdiagnose aufgenommen werden. Da erhalten sie Grundlagenschulungen wie Blutzuckermessen, Insulingabe. Oder sie haben schon eine bestehende Diabeteserkrankung. Dabei erhalten sie bei uns einfach Auffrischungsschulungen, die sie gerade benötigen. Der Diabetes verändert sich im Laufe des Lebens und so kann es sein, dass Patienten nicht mehr selbstständig das Diabetesmanagement durchführen können, und da können wir auch für zu Hause Hilfe organisieren.
Bei der Behandlung von Diabetes im Kindesalter ist die Diabetes-Schulung ein ganz wesentlicher Faktor. Und hier legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir altersgerechte Diabetes-Schulungen anbieten. Das heißt, nicht nur Schulkinder und Jugendliche werden geschult, auch Kleinkinder brauchen schon eine altersgerechte, adäquate Diabetes-Schulung. Wesentlich erscheint uns, dass Kinder immer wieder geschult werden. Das heißt, die Wiederholung im Sinne eines lebenslangen Lernen ist ganz wesentlich. Nicht nur die Schulkinder und Jugendlichen, auch deren Eltern und Betreuungspersonen benötigen eine Diabetes-Schulung, um mit Diabetes im Alltag gut umgehen zu können. Es ist auch notwendig, das soziale Umfeld zu schulen. Das heißt, die Kindergartenbetreuerinnen beispielsweise oder die Lehrpersonen in der Schule brauchen Diabeteswissen, benötigen eine Diabetes-Schulung. Das ist uns ganz wesentlich, dass wir nicht nur das Kind und die Familie sehen, sondern auch das soziale Umfeld. Neben der Beratung in unseren Krankenhäusern gibt es ein tirolweites Schulungsangebot. AVOMED organisiert kostenlose Schulungen für Betroffene und Angehörige. Diese Schulungen finden bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Gesundheits- und Sozialsprengeln, aber auch in der AVOMED-Zentrale in Innsbruck statt. In 3 Kurseinheiten erhalten Interessierte Informationen aus erster Hand, können Fragen stellen und sich austauschen. Mehr dazu unter www.avomed.at. Sie möchten mehr über Diabetes erfahren? Besuchen Sie unsere Webseite Tiroler Gesundheitsgespräche unter der Veranstaltung Diabetes, wenn das Leben zu süß ist. Mehr unter www.tirolergesundheitsgespräche.at.